Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Die Sims 4. Im letzten Part haben wir erstmal unseren Grill ersetzt, der irgendwie kaputt gegangen ist. Wahrscheinlich hat Marco versucht, ihn zu verwenden. Nur, es ist nur fair, dass wir sein Geld dann jetzt auch aufbrauchen. Und nun wird erstmal hier ein bisschen gekocht. Denn wir müssen unsere Tagesaufgaben abschließen, um befördert zu werden. Ich möchte ganz nach oben. 35 die Stunde verdienen wir aktuell. Und haben immer 3 Tage Urlaub. Ah, noch 3 Tage Urlaub. Cool. Können wir uns ja bald mal gönnen, um uns einen Hund zu suchen. Ich möchte unbedingt einen Hund haben. So, dann nimm mal eine gedämpfte Husche. Markus noch am Pennen. Wie wäre es, Marco, wenn wir bald mal ein Liebesspiel durchführen? Ist ja noch nie geschehen. Wir haben noch nie den Akt vollzogen, seitdem wir verheiratet sind. Das ist ja eine komische Ehe, muss ich sagen. Er ist sich nicht so sicher, ob er jetzt seine Burger da mag oder nicht. Essen zubereiten, Getränke mixen, 50%. Okay, dann mixen wir gleich noch einen kleinen... Also, das Leben... Muss ich das üben? Oder soll ich einfach nur ein Getränk mixen? Essen zubereiten, Getränke mixen. Ja, dann mixe ich gleich noch was. Nach so einem Arbeitstag, du, ich sag dir, da brauchst du auch mal so einen kleinen Absacker, ne? Das muss schon irgendwie sein, sonst wird das nichts. So, guck mal. Iss mal eben noch auf das Ding. Dann kannst du das wegstellen. Dann kann sich der Marco da morgen noch eine gedämpfte Huschel rausnehmen. So, komm, hier, pack man weg. So, dann mix mal noch ein Getränk. Und zwar... Was nehmen wir denn da? Saft on the Rocks, ganz bestimmt. Feuersbrunst. $80. What the fuck? Wasser. Nee, mach mal brennender Vollmundsalzer. Klingt gut. Gucken, ob wir das können. Eben einen brennenden Vollmundsalzer rein und dann geht das schon. Job beginnt wieder 18 Uhr, ne? Ja, okay. Rinn in die Figure. Mix mal eben ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ich glaube, da kam Eis. Ich bin mir nicht mehr. Und shake it, baby. You wanna dance? Mixen, mixen, mixen. Ey, der sieht doch gar nicht schlecht aus. Oh, und rein damit. Gönn dir. Oh, ja. Oh ja, endlich hat mein Leben wieder einen Sinn. So, ist die Mission erfüllt? Frage von Freund. Mission abgeschlossen. Was ist das? Ach, guck mal, das Hauptding, was er am meisten hat, das zeigt er immer hier unten an. Er muss dringend mal pissen. Okay, finde ich cool. Das ist ja eine nice Idee. Geh mal eben pinkeln, aber ich habe das ganz gern auf, das Teil, muss ich einfach sagen. Oh, erstmal pinkeln. Danach kannst du ruhig mal wieder was spielen. Online-Spiel spielen. My Sims Racing online spielen. Mit Alex. Wenn Alex denn überhaupt eine PlayStation 5 hat. Oder keine Ahnung, ob Alex sich das leisten kann. Wahrscheinlich nicht. Geht ja nicht jeder so gut arbeiten wie ich hier, ne? Oh, warte mal. Hört mir gerade so auf. Der gute Marco, der muss doch bald arbeiten. 6 Uhr. 2 Stunden bis zur Arbeit. Alter Marco, aufstehen, Junge! Digga, genug geschlafen. Zack. Du musst jetzt erstmal deine Blase leeren. Hygiene ist noch gut. Gibt's ja nicht. Hier pennt der sich hier die Hucke dicht. Alter, guck dir das an. Am besten macht er noch eine motivierende Dusche oder sowas. Hier, komm. Erfrischende Dusche, verleiht Energie. Dann geht das schon. Der wird ja keine Stunde duschen, oder? Marco muss in circa 1 Stunde zur Arbeit. Los, Marco. Was ist das denn jetzt wieder da? Was ist denn in deinem Darm? Dass das so aussieht, Junge. Das ist ja fürchterlich. So, hier kommt schnell noch eine erfrischende Dusche und dann geht's ab zur Arbeit. Nicht zu spät kommen für deinen Job. Wir spielen noch. Alles noch gut. Spaß ist am Stissel. Marco ist sich am Duschen. Ah, das wird, Leute. Ich habe die 2 Stunden im Griff.
Ich sag euch das. Wir haben zwar beide ein bisschen bescheuerte Jobs, die immer nachts sind irgendwie, aber das wird schon. So, Marco, das machst du schön sauber machen, gründlich sauber machen bitte vor allen Dingen. Marco ist energiegeladen, es ist perfekt, er ist perfekt ausgezettelt für seinen Job. So, jetzt ganz schnell Reste nehmen. Isst noch schnell was. Ach, guck mal, wie energiegeladen er jetzt ist. Ja, läuft, Leute. Jetzt isst er noch schnell was und dann geht's auf zur Arbeit. So, dabei ist er jetzt dran. Er braucht Energie. Ich würde sagen, du machst eben schnell das sauber. Wir müssen ja beide mal was sauber machen. Du darfst jetzt auch mal die Toilette sauber machen. Hat Marco jetzt gegessen? Okay, Marco ist schon echt ein komischer Dude. Ugh, wie eklig das ist. Ich sag, das ist auch in real so eins meiner Hassdinge, Toilette sauber machen, ne? Ich hasse das, aber es muss halt sein. Das ist sehr wichtig sogar. Aber Toilette sauber machen finde ich, warum reinigen, warum gibt's hier nicht selbst reinigen, weißt du, so schön. Warte, ich glaube, Marco muss zur Arbeit. Marco! Zur Arbeit! Essen abbrechen! Jetzt kommt er hier so, müsstest du nicht eigentlich zur Arbeit? So, und schlafen. Eines Tages... Oh, scheiße, wie... Ich habe dich gerade hochmotiviert und jetzt gehst du so zur Arbeit? Aber siehst süß aus mit deinem Dress. So, Marco ist zur Arbeit gegangen. Wir pennen derweil jetzt mal eben. Nicht zu lange. So, warte, stopp. Während wir pennen, können wir uns ja wenigstens darum kümmern, jetzt eben hier so einen Pool zu bauen. Wir haben ein bisschen Geld und ich finde, das ist jetzt auch immer an der Zeit. Nee, nee, nicht Weltenbearbeiten. Baumenü. So, da ist das Pool-Ding. Pool-Tool. Was ist das? Benutzerdefiniertes Pool-Tool. Viereckiger Pool. Guck mal. Das mittlere Wand, hohe Wand. Hohe Wand, natürlich muss tief sein, das Ding. Ach, ich kann das noch bewegen, sehr gut. Warte, bevor es jetzt weitergeht, Moment, okay. Da hat man so viel Garten und da wird das gar nicht genutzt. Was ist denn das? So. Ich möchte das gerne verlängern. Es können keine Änderungen vorgenommen werden, warum nicht? Da das nicht im eigenen Besitz ist. Aha. Ich möchte gerne mehr davon haben. Das ist nicht in meinem eigenen Besitz. Na gut. Dann versuchen wir mal Zaun zu finden. Das scheint der hier zu sein. Ach, ich kaufe die Dinger jetzt. Ah. Hä? Schnall ihn nicht, Mann. Einfacher Zaun. Ich verstehe nicht. Kann mir das einer erklären? Oder warte mal, wir machen das anders. Ich glaube, ich reiße das einfach ab. Also irgendwie ist das mit dem Zaun etwas merkwürdig. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie das mit dem Zaun funktioniert. Hohe Hecke. Bin ich vielleicht nicht auf der untersten Ebene? Kann das sein? Schweben wir gerade irgendwo rum? Zäune ersetzen, Umzäunung platzieren. Ah, guck mal hier. Zäune durchziehen, platzieren. Ah.
Und hätte ich gerne den einfachen Zaun und hätte ich gerne... Ja, guck mal, es geht doch. Nu klappt das doch. Okay. So, jetzt kannst du diese Bank mal eben da rüber tun und dieses Ding da hin tun und den Pool, den bewegen wir jetzt. Den machen wir hier hin und dann machen wir den ein bisschen größer. Ich sag euch, die Kohle fliegt zwar weg, aber das geht schon. Alter, ist ja tief. Das ist ja krank. Sieht das nur so kaputt tief aus oder ist das so tief? Ah, es ist ja nach oben gewandert, das wollte ich jetzt nicht. Der darf ruhig Bodenhöhe haben. So ist gut. Okay, so. Zurück zum Pool. Bräuchte noch eine Leiter, um da irgendwie reinzukommen. Haben wir so einen Seiteneinstieg. Aquaglühpoollampe. Ja, locker. Eine hier. Eine da. Und das gleiche noch auf der anderen Seite. Eine hier. Eine da. Und zwei hier. Und zwei da. So, dann sieht das schon mal schön aus. Was ist das? Klassisches Mosaikfliesen-Klebefolie. Ach, war unten drunter? Um Gottes Willen. Kindisch. Nee, sowas wollen wir nicht. Irdische Untertassen. So. Dann brauchen wir jetzt noch Bodenbelag. Warte, Haus. So, Bodenbelag. Fliesen. Irgendwas draußen, Stein wäre gut. Mauerwerk, Stein. Stein ist supi. Und dann am besten sowas hier. Einmal drumherum. Voll gut oder nicht? Und dann machen wir von hier den Weg. Ja, geil! Na, wenn das mal nicht schön aussieht, sind das hier Schneeflocken, die da gerade fallen? Scheiße. Baut sich gerade ein Pool? Tja, jetzt kommt der Winter, aber ist egal. Ist egal. Ist egal. So, wir sind am... der Winter kommt echt nah. Es schneit. Das scheint Schnee zu sein. Ja, die Blätter fallen auch weg. Aber cool, dass sie diese Jahreszeiten eingebaut haben. Das muss man echt sagen. Das bringt das hier schon echt voran. So, okay. Wir pennen jetzt erstmal. Es beginnt zu schneien. Das heißt, läuft gar nicht mehr mit unserem Pool. Und wir müssen um 18 Uhr zur Arbeit. Das sind noch 10 Stunden. Okay, warte, jetzt lassen wir ihn erstmal auspennen, weil der muss auspennen. Pennen ist wichtig. Marco Klee ist von der Arbeit zurück. Marco, Junge! Wie geht's dir? Hast du ein bisschen Geld mitgebracht? Ja, ne? Geht dir gut. Wie sieht's denn aus? Beförderungsanforderungen. Leistung ist sehr gut. Du hast sonst nichts zu tun, keine Tagesaufgaben. Na gut, dann kann der Marco jetzt ja mal loslegen. Wie wär's, wenn du hier erstmal aufräumst und dann eine Runde im Pool schwimmen gehst, hm? Im Winter. Vielleicht macht ihn das wach und fit. Das sollten wir ausprobieren. Ich finde, ein bisschen Schnee kann man wohl mal... Läuft ein gruseliges Geräusch. Oh. Ihm geht's wieder sehr unwohl, weil er mal ein bisschen Dreck wegräumen muss, weißt du? Was ist denn das? Du musst dich mal echt entspannen, Marco. Wenn dieser Grill nochmal vergammelt, ne, dann werde ich langsam matt. So, wie sieht's bei uns aus? Ja, pennen wir noch ein bisschen? Der Marco muss sich mal ein bisschen selber beschäftigen. Ach, guck mal, der macht hier sauber. Das war wohl dreckig. Ist das hier auch dreckig? So. Warte, weiter geht's. Ein bisschen pennen. Marco, was machst du jetzt? Marco chillt sich erstmal vom PC. Der Marco muss ein bisschen selbstverantwortlich arbeiten. Das hilft jetzt nichts. So.
Wir sind immer noch nicht erholt und die Arbeit rückt näher und näher. Marco chillt sich die Nuggets. Alter, jetzt aber langsam. Komm schon. Bisschen noch, ein bisschen noch, ein bisschen noch. Noch ein ganz bisschen. Jetzt. Okay, so komm. Aufstehen. Die Frage ist, können wir zwar jetzt auch mal irgendwie knuddeln? Mehr Auswahl. Ein Kuss auch irgendwie flirten, Händchen halten, knuddeln, Kompliment über Aussehen machen. Können wir nicht mal hier irgendwie Techtel, Mächtel mit Marco, na also, es wird ja mal Zeit jetzt. Marco, auf geht's. Es wird Zeit, dass wir beide mal ein bisschen uns bewegen, ja? Er ist nämlich angespannt. Ich bin auch angespannt. Auf geht's. Jetzt wird hier mal rumgetechtelmächtelt. Vor dem Einhorn. Wie ich es vorher prophezeit habe. Wir haben das erste Mal ein Techtelmächtel. Und Hygiene sofort. Oh Gott. Es geht also schmutzig zur Sache. Okay, wenn das Techtelmechtel rum ist, gehen wir erstmal noch eine energiereiche Dusche. Kann ich keine dampfende Dusche, erfrischende Dusche nehmen? Hier. Das war gut. Marco pennt auch direkt weiter, weißt du so, alles klar, komm, war nice. Wenn man selbst an sich riecht und fast das Kotzen kriegt, weißt du, es läuft, ne? So. Okay. Heute haben wir Samstag. Das heißt, heute nochmal arbeiten, morgen nochmal arbeiten, Montag nochmal arbeiten. Oh, unser Hund ist noch so weit weg. Unser Hund ist noch so weit weg. Crambo. So. Okay. Wir sind uns am Duschen. Noch. Ich hoffe, das wird auch reichen. Danach muss ja eigentlich noch was kochen, eben schnell. Was ist er denn hier? Willy Braun. Alter, wir sind immer noch komplett dreckig. Nimm mal ein Schaumbad, Alter. Marco kann mal den Willy Braun begrüßen. Hereinbitten. Komm, Marco, sei mal so frei. Man muss auch mal neue Leute kennenlernen. Willy Braun scheint ein ganz netter Kerl zu sein. Guck dir seine Schuhe an. Und den stabilen Bauch. Sind das Kumpels oder was? Alte Kollegen? I don't know. Moin, Willy! So, Romantiker. Marco ist ein Romantiker. Romantische Sims sind oft kokett und brauchen viel Romantik in ihrem Leben. Oh. Das kriegen wir ja hin, ne? Das heißt, wir müssen ihm gleich noch ein Küsschen geben und so. Sonst verlässt er uns. Das geht ja nicht. Und er, also gerade hereingebunden, wir kennen uns gar nicht. Erstmal schön aus dem Kühlschrank sich bedienen. Vernünftig. So, wir müssen 18 Uhr zur Arbeit. Das wird eine enge Nummer, sag ich mal. Denn wir müssen auf jeden Fall noch was essen. Und das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall noch was kochen. Dann würde ich sagen, zum Mittagessen Knoblauchnudeln. Ja, da freuen sich die Leute auf der Arbeit. Marco, willst du dich nicht mal um unseren Gast kümmern irgendwie? Wie wär's mit ein bisschen reden? Kokett vorstellen, das lässt du mal schön bleiben, Alter. Ja, dann bestelle ich halt kokett vor. Kommt die nächste, was ist denn hier los? Ich kenne die gar nicht. Cassandra Grusel. Hereinbitten. Marco hat so viele Freunde, das ist ja unnormal hier. Oh, guck mal, die haben hier Liebesherzen ausgetauscht. Ich hab's genau gesehen, Marco, Alter. Bin zwar in der Badewanne, aber ich hab's genau gesehen. Unfassbar. In meinem Haus. So. Ich mache jetzt erstmal Essen für uns. Eine Bühneschnäbde. Dann könnt ihr alle mitessen. Oh, ist das schon wieder soweit? Unfassbar. Ja, Hahn, ist gut. Liebster.
So, meine Lieben, ihr hört den Hawk Credo, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.